Mit einer neuen Sendung möchten wir euch verborgene Garagenschätze auf Mobil TV 22 präsentieren. Vom Sportwagen, Oldtimer, Sonderkraftwagen, Motorräder sowie Skurriles der Mobilität auf TV 22. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't see me down from the sleepless night. Mobil TV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen und eine zusätzliche Sendung gibt es hier aus der Schweiz, vom Kanton St. Gallen, wo wir in Lümmenschwil sind, bei der Familie Peter Hürlimann, der ein Museum hier besitzt, ein privates Museum von Mobilität über Flugzeuge, Schifffahrt und zwei- und vierradlige Mobilitätsfahrzeuge. Und wir möchten Sie jetzt besichtigen, hier hinter dieser Garage. Und ihr werdet staunen, was es hier alles zu besichtigen gibt. Es gibt Schätze von Motorsport bis zu Oldtimern, bis zu Fluggeräten und der Schifffahrt. Ein Privatmuseum von Peter Hürlimann besichtigen dürfen, ob Zweirad, Vierrad, Motorboot, sogar Fluggeräte sind hier ausgestellt. Ein Privatmuseum, eine Garage, die man sich nur wünschen kann. Also wir waren über 40 Jahre dran. Am Anfang haben wir Motorsport betrieben. Nachher haben wir uns dann auf das Sammeln konzentriert, weil beides geht nicht finanziell. Und irgendwann vor 5 Jahren kam die große Entscheidung, was machen wir mit der ganzen Sammlung? Bauen wir auf oder bauen wir ab? Und wir sind in der glücklichen Lage, dass zwei von unseren Söhnen auch den gleichen Virus haben wie die Eltern. Und da ist also der Fortbestand ist dann gesichert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen eigentlich unsere Sammlung auch dem breiten Publikum präsentieren. Und darum haben wir hier jetzt das Museum gebaut. Und es fängt jetzt eigentlich auch schön an zu laufen. Private, wunderschöne Schätzchen, die du hier stehen hast. Und das sind ja alles Exponate, wenn man so schaut, vom Motorsport über Zweirad, dann hin zu Oldtimern, zu Youngtimern und zu speziellen Fahrzeugen. Wie hat denn das begonnen? Mit welchem Fahrzeug? Also ursprünglich habe ich auch mal angefangen mit einem NSU TT. Da haben wir die ersten Slaloms gefahren, aber das war natürlich in einem kleinen Rahmen. Noch früher sind wir mit dem Motorfahrrad sind wir nach Linier gefahren, da hat sie eine Rennstrecke gehabt, da sind wir dann mit 16 Jahren, konnten wir da schon einen Formel V mieten, also da sind wir dann schon mit dem Formel V Autos gefahren und das war halt dann der Virus. Später haben wir dann die ersten Formel 3 gekauft, weil diese Autos, die waren natürlich eine Zeit lang, die konnte man für wenig Geld erwerben, weil viele von den Fahrern haben die Schuld an der Zeit am Auto gegeben und nicht sich selber. Und dann wollten sie natürlich immer auf die nächste Saison wieder etwas Schnelleres haben. Und wir haben dann wirklich einen Haufen solcher Autos auf die Seite gestellt und die mit der Zeit dann wieder restauriert. Und dies fahren wir einfach heute noch bei gewissen Anlässen, wo es nicht auf Zeit geht, sondern einfach um den Leuten mal zu zeigen, wie die riechen und wie der Sound ist von diesen Fahrzeugen. Und wie bist du auf Fluggeräte kommen und auf Motorboote, Formel 1, Formel 2, wie man hier sieht, und ganz alte Oldtimer Schnellboote? Also die Boote, das ist ganz ein spezielles Thema. Da hat es einen Mann gegeben in St. Gallen, in der Großstadt, der hat 50 Jahre hat er Schreibmaschinen repariert. Das war sein Job. Und er ist früher, ist der Motorbootrennen gefahren, überall, auch hier, also er hat da viel erzählt von diesen Rennen. Und irgendwann hat er uns das erste Boot geschenkt. Er hat gesagt, wenn wir das restaurieren, dann können wir das haben. Dann haben wir gesagt, okay, ist eigentlich noch spannend, das machen wir. Dann haben wir dieses Boot komplett restauriert. Und dann ist es halt, wie es bei einem Sammler ist, man studiert, was gibt es noch? Und dann haben wir natürlich geschaut, was wir da noch machen könnten. Und dann haben wir noch in Deutschland zwei Boote gefunden mit einem ganz speziellen Königmotor. Da haben wir auch die Brücke geschlagen können zu den Gespannen, weil der König 500er, das war damals der berühmteste Motor, den es gegeben hat, 500 Kubik, und die wurden in der Schweiz auch im Seitenwagensport verwendet. Und dann haben wir einen kennengelernt in Frankreich. Und in Frankreich gibt es seit vielen Jahren ein 24-Stunden-Rennen in Rouen.
Und der Mann hat mir auch immer wieder Bilder geschickt von seinen Booten. Und wenn er wieder etwas Schnelleres wollte, dann hat er uns ein Angebot gemacht. Und wenn wir uns geeinigt haben, dann haben wir diese Boote dann bei uns auch wieder in der Sammlung aufgenommen. Und so haben wir es dann über die Zeit halt auch wieder bis zur Formel 1 geschafft. Also das schnellste Boot, der Molinari, das ist wirklich ein Formel 1. Und da können wir natürlich auch die ganze Geschichte dieses Sports erzählen. Also wir haben zu Hause jetzt noch ein Boot in der Arbeit, ein Alfa Romeo mit Frontmotor. Und dann können wir hier eigentlich auch viel von diesem interessanten Sport, der in Vergessenheit geraten wird, erzählen. Und die Leute erinnern sich. Hier oben schweben Segelflugzeuge. Und wie bist du dann auf solche Motorflieger und Segelflieger gekommen? Die Segelflieger, da habe ich eigentlich keinen großen Bezug dazu. Aber ich habe das in einem anderen Museum mal angeschaut und da habe ich gesehen, die haben Flugzeuge an der Decke. Das gefällt mir. Und dann habe ich mal das erste Flugzeug gekauft, der erste Segelflieger. Und dann kam natürlich auch wieder das zweite dazu. Und die Ente, die wir haben, also ein Speedgarnaar, den haben wir eigentlich vom Feuer gerettet, weil der stand in einem Flughafen bei uns in der Nähe und da habe ich einen Anruf bekommen, wenn du ihn haben willst, musst du ihn sofort holen, weil sonst wird er als Feuerwehrübung angezündet. Dann haben wir den natürlich auch geholt, haben den auch wieder restauriert und an die Decke gehängt. Und es ist für die Leute natürlich, eine Ente ist immer etwas Lustiges anzuschauen, weil da kommen dann die Diskussionen, weil viele sagen, das Ding fliegt rückwärts und da gibt es dann wirklich lustige Diskussionen darüber. In Lömmerswil kann man das besichtigen, im Kanton von St. Gallen. Und Peter, ihr habt da Öffnungszeiten von wann bis wann? Also wir haben jeweils am Wochenende offen, am Samstag von 1 bis 5 Uhr am Nachmittag und am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr. Unter der Woche kann man das Museum auch buchen, das ist kein Problem, weil ich bin jetzt pensioniert. Ab 5 Personen machen wir also hier auch Veranstaltungen, also ob es ein Geburtstag ist oder eine Wandergruppe. Und da kann man auch eine Führung buchen dazu. Und wir machen natürlich auch größere Anlässe, wir haben ein Bistro bis 50 Personen, da machen wir zum Beispiel Grill oder Pizza, einfach für größere Sachen dann. Das ist also alles kein Problem, wir sind da unkompliziert. Also ein unkomplizierter Show-Event hier im Museum, Hünnismann, und wir freuen uns, dass wir heute bei dir das ein oder andere Exponat näher besichtigen dürfen. Und wenn du da so die Runde schaust, es gibt auch LKWs, Rennfahrzeuge, mit was hast du die früher bewegt? Eben am Anfang mit dem NSU TT, oder? Und wir waren natürlich immer auch ein bisschen im Rennsport drin. Also die letzte Aufgabe, die ich noch hatte vor der Pensionierung, das war bei der Firma Iveco, da durften wir die Motoren noch bauen für die diesjährige Truck-Europameisterschaft. Also da Team Hahn und Schwabentrack, die fahren also auch Motoren hier von der Nähe, die sind also alle in der Schweiz entwickelt worden. Und das sind natürlich Sachen, wo man immer noch den Bezug dazu hat. Auch ich habe 42 Jahre Dieselmotoren entwickelt und da hat man natürlich den Bezug zur Technik. Also ich kenne mich bei den ganz alten Autos aus, also was Vorkrieg ist, und ich kenne mich auch bei den ganz neuen aus. Also alt und modern gemischt und du bist der Fachmann dazu. Und jetzt schauen wir da runter zu den wunderschönen Exponaten. Natürlich hat man immer ein Lieblingsauto. Welches ist das deine? Also mein Lieblingsauto ist eigentlich der rote Osella, weil den fahre ich auch noch öfters am Berg, weil das ist halt etwas, ich sage immer, ist ein bisschen überirdisch zum Fahren. Die Leistung 0 bis 100, 2,5 Sekunden, 0 bis 200, 7 Sekunden. Und am Berg spielt es keine Rolle, die Topografie. Der ist immer gleich schnell. Und es macht einfach Spaß, das Teil ein- bis zweimal im Jahr zu fahren. Und das ist das Problem in der Schweiz. Ein Rennboot dürfen wir nicht fahren, das ist verboten. Einen Renntrack dürfen wir nicht fahren, das ist verboten. Aber es gibt zum Teil ganz wenige Veranstaltungen, wo wir halt diese Rennwagen auch dem Publikum mal zeigen können, dass man die halt auch am Berg noch fahren kann. Und jetzt sollte man ja immer diese Fahrzeuge irgendwie bewegen, denn die Standschäden sind ja die größeren Schäden. Macht ihr das auch? Wir probieren das so gut, dass es geht, aber wir kommen natürlich nie dazu. Ich sage immer bei den Rennwagen, wir haben immer 2, 3 Stück, die sind fahrbereit. Und die anderen, die sind konserviert. Und wenn jemand vielleicht auch in 20 Jahren diese Autos wieder mal bewegen will, bei einem Rennwagen muss man die sowieso wieder auseinandernehmen, alles kontrollieren, zusammenbauen. Und dann fahren die wieder. Oder es gibt natürlich
viele sagen, ja, ihr bewegt sie zu wenig. Okay, stimmt. Oder? Aber es ist eine Alternative zu dem, was halt heute vielfach auch ein bisschen, ich sage, das ist eigentlich schlecht, weil es gibt viele Leute, die schauen diesen Sport mit alten Fahrzeugen, schauen sie als Hobby an für Reiche. Und da wird viel mehr kaputt gemacht, als wenn jetzt da die Autos 2, 3 Standschäden bekommen. Ein Kollege von mir, das war der größte Lotus-Spezialist in der Schweiz, er hat immer gesagt, im historischen Motorsport hat es heute relativ viele talentfreie und lernresistente. Und die haben einfach das Geld dazu. Und da geht sehr wahrscheinlich mehr kaputt als die bisschen Standschäden, die diese Autos bei mir im Museum haben. Hat er auch recht. Ja, und jetzt geht ja die Sammlung weiter. Ich habe es ja nicht aufgehört zu sammeln. Da gibt es ja immer wieder neue Exponate. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Ja, eine Filiale. Eine Filiale. Nein, wir haben schon noch ein paar Sachen zu Hause, die wir noch am Restaurieren sind. Also ich bin jetzt noch an einem Vorkriegsauto dran, an einem Peugeot. Das ist auch eine große Seltenheit. Man muss einfach immer wieder schauen. Es wird einem auch viel angeboten. Und was mich eigentlich momentan noch ein bisschen reizen würde, sind ganz, ganz uralte Autos. Weil die haben wirklich eine Geschichte. Und man muss einfach schauen, dass man diese eventuell auch noch ein bisschen in der Schweiz halten kann. Weil viele, die sind in der Schweiz nicht mehr so gesucht. Wobei die Geschichten von den Autos, die sind halt wirklich auch toll, dass man die weiter am Leben erhält, die Geschichte. Und das ist das, was wir rüberbringen. Ich meine, diese Autos hier, eine Möglichkeit ist, man schaut die an. Und dann sagt man, okay, war mal interessant, es ist alles angeschrieben. Aber wenn man zum Beispiel eine Führung bucht, oder? Diese Führung geht 1,5 Stunden. Und jedes Auto hat eine Geschichte. Und wenn man den Trabi anschaut zum Beispiel, sagt man, okay, Trabi, oder? Schlechtes Auto, schlechte Idee. Aber wenn man die ganzen Hintergrundgeschichten dann natürlich zu diesem Trabi rüberbringt, dann schauen die Leute das ganz anders an. Das ist eigentlich auch das, was wir wollen mit den Autos. Die Leute haben bei diesen Autos, da kommen oben wieder die Zellen in Schwung und da kommen Erinnerungen. Ein Topolino, der hat eine Riesengeschichte. Topolino kennt jeder. Oder unsere Gangsterlimousine, der Citroën, kennt jeder. Jeder hat einen Nachbarn gehabt oder solche Sachen. Das ist eigentlich das, was wir wieder rüberbringen wollen. Unser Ferrari, der steht auch da, es ist ein Ferrari. Aber ein Ferrari hat nicht die Geschichte dazu, weil es hat nicht jeder einen Nachbarn gehabt, der einen Ferrari gehabt hat. Und wir probieren halt hier auch die Geschichte am Leben zu erhalten. Ja, das ist genau das, was wir wollen zu den Exponaten, die Geschichte dazu. Und wenn ihr wollt, habt ihr die Möglichkeit, hier einen Tag, eine Stunde zu buchen bei Peter Hüllemann hier im Museum im Kanton St. Gallen und Lümmerswil. Nicht schwer zu finden, aus Österreich. Kommt vorbei, schaut euch das an. Sehr, sehr interessant. Und wir freuten uns, dass wir da sein durften. Heute bei dir, Peter. Danke vielmals. Tolles Museum. Sehr tolle Exponate. Kann dir nur gratulieren. Danke vielmals. Danke vielmals. Es würde mich freuen, wenn ihr hier mal reinschaut. Und die Geschichten, die werden euch sicher auch faszinieren. Danke.
Dieser Bericht wurde Ihnen von Hakro Held seit 1969 präsentiert.